Hallo und herzlich willkommen auf Social Detox. Heute ist wieder Thema bipolare Störung, Psychosenangststörung und generell seelische Gesundheit. Und zwar, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt eigentlich aufnehmen? Das gibt's doch gar nicht. Was wollte ich denn gerade aufnehmen? Ach genau, jetzt weiß ich wieder. Komfortzone. Und zwar habe ich, also ich bin mit 15 das erste Mal erkrankt. Eigentlich mit 13 schon, aber mit 15 hatte ich den ersten Psychiatrieaufenthalt. Und damals habe ich immer gedacht, so die ersten Jahre, ich war immer wieder Psychiatrie raus, rein, raus, rein. Und irgendwann habe ich den Absprung geschafft. Aber auf jeden Fall habe ich damals immer gedacht, ich muss erstmal gesund werden. Alles andere kommt danach. Ich muss erstmal gesund werden. Und wo es mir dann besser ging, habe ich gesagt, ich muss jetzt arbeiten können. Aber das Schlimmste war, ich muss erstmal gesund werden. Weil ich habe da ganz viel überhaupt nicht gemacht, was ich eigentlich wollte. Und ich war wie so der Elefant, der dachte, er kann nicht weiter aus seinem Umkreis von dem Holzflock weg. Und habe dann einfach immer in dieser Komfortzone gelebt, weil ich dachte, da ist es sicher, da passiert mir nichts. Ich kann ja auch gar nicht anders, weil ich muss ja erstmal gesund werden. Aber man kann auch einiges, wenn man krank ist. Und ich kann nur sagen, bei mir war das so und ich denke mal, das ist wirklich bei jedem so. Natürlich immer individuell, aber immer so ein bisschen über die Grenze hinaus von der Komfortzone. Immer wieder ein bisschen hinaus und dann erweitert die sich. Genau. Ja, heute studiere ich, gleichzeitig arbeite ich noch, verschiedene Sachen. Also Hoffnung könnt ihr auf jeden Fall haben. Falls euch das interessiert, diese Themen, einmal folgen, abonnieren und liken. Bis dann. Ciao.